Die erste Einheit Enlightened schießt auf eine der Support Weapon Units. Oh, auf welche ist total Wumpe? Ja. Oh, auf die. Warum? Einfach, weil du das kannst. Nee, auf die hier. Auf die hier. Ja, wenn die nämlich gleich noch reinkloppen wollen. Die so. Hier. Da. Da. Hinten. Genau. Dadurch, dass der Schamane mit dabei ist, bekommen die plus 1 auf ihre Treffer. Das heißt, sie treffen auf einer 2 plus und auf einer 5 plus muss ich keinen Verwundungswurf mehr machen, sondern die Waffe verwundet automatisch. Meh. Meh. Das heißt, die haben getroffen. Der Chefe, der Chefe, der trifft bei Age of Sigmar besser. dann kann ich den jetzt auch hinterher, auch auf einer 2 plus. Und der verwundet automatisch jetzt gleich. Die hier müssen mit Stärke 5 auf einer 4 plus noch verwunden. Das sind 2 Verwundungen mit DS minus 1 und einem Damage. Also auf die 5. Mhm. Einer. Mhm. Und den Arm auf die 6. Jo. Eine Wunde. Dann würde ich sagen, einfach weil es so unfassbar erfolgreich war. Macht Trupp Nummer 2 das gleiche auch nochmal auf die gleiche Support Battery. Treffen auf die 2. Das sind alles Treffer, wobei die 3 hier schon automatisch verwundet haben. Und bei denen hier brauche ich noch eine 4. Da sind das 6 mal mit DS minus 1. Die performen ein wenig besser. Also auf die 5. Mhm. Oh, 2 schon mal safe. Und jetzt noch eine 6er Safe Weapon Safe, da musst du einen von machen, sonst ist die weg. Ja, ich hoffe es mal. Dass die weg ist? Nein, weil ich einen mache. Okay. Nein, leider nicht. Damit ist eine Einheit Support Batteries. Schwomse. Danke. Der Trupp! Vollkommen in den Flieger rein! Tada! Als allererstes. Der hat hier überhaupt nichts getan. Das ist richtig und ich möchte dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Auf die Vieren! Das Türmchen! Das Türmchen bauen. So. Da hilft der Flugmodus dem schon ordentlich ein Stück. Und jetzt auf die 5. So, und dann sind das 3 Stück mit einem DS von minus 2. Also auf die 5. Ah. Ah. Jetzt auf die 6. Oh, da hat er noch einen. Mal gucken, ob er explodiert. Wieso? Bis er explodiert. War da nicht eine 6? Nein. Ja, aber er hatte nur noch einen Lebenspunkt. Ach, der hatte nur noch einen? Ja. Der hatte doch noch 3. Nein. Ja, du hast vorhin 2 weggehauen. Ich habe ja Smite. Smite. Okay. So, mal gucken, ob er explodiert. Nein. Also moin. Bidü. Damit ist dann die Beschussphase rum. Dann möchten gerne die Terminatoren in den Trupp Guardians da vorne rein. Ja, das sind 20 Schuss. Mhm. Abwehrfeuer. Dann zählen wir Würfelchen. Feuer. Abwehrfeuer. 20 Schuss. 20 Schuss. Ja, ja. Das sind 2, 3. 2, 2. 2. 2. Nein, wird's leider nicht. Und verwunden auf die 4. Das gleiche gilt ja hier. 6 bitte. Mhm. Einer. Schiedel. 2 Höschen. Nö. Ja. Ja, das Gegenteil. Dann mal gucken, wie weit dürfen sie. Die dürfen 6 Zoll und das sollte ausreichen. Atnos! Ich hab's befürchtet. Da rein! Ich brauche eine 9. Ich habe eine 5 und eine 1 und ich habe einen Command Reroll noch hier über Command Points. Habe ich noch 2. Die döner ich heute gar nicht so exzessiv raus, ne? 10 Zoll! Und Magnus springt hier vorne aufs Dach. Der steigt den aufs Dach? Der steigt den hart aufs Dach. Ich, wir positionieren mal. Ja, ich stelle den einfach ins Nachbarzimmer. Der kloppt. Den kannst du da oben nicht drauf, der hält nicht. Ne? Nee. Voll, nee. Den kaputt machst, ja. Stell den da einfach ins Nachbarzimmer. Lass ihn doch dahinter stehen. Der kommt doch sowieso alle ran. Okay. So. Ja, nein, weil. Ja. Mit den. Da wäre es so schade. Ja, das ist richtig. Also, wir hätten Magnus, prinzipiell können wir den hier so reinfübbeln. Dann hängt er allerdings hinten auf den Flügeln. Die sind noch nicht angeklebt, weil Magnus noch nicht final bemalt ist. Deswegen wird er netterweise da vorne stehen können. Mehr Charges gibt es schon, nämlich hier vorne. Die Zangors machen eine Multicharge gegen die und gegen die. Und die wollen 2W6. Ja, 2W6. Abwehrfeuer geben.
Ja. Drei. Wie tust du? Ja, ich tu Mist heute. Ja, auf die 6. Nix, so, warte. Mhm. 12 Zoll sind. Habe ich noch 4 Schuss von den Katapulten. Mhm. Da tue ich auch nichts. Wie tust du? Ja, na, mal gucken. Die weg. Mal gucken, wie weit die kommen. Das sind 8 Zoll. Das reicht nicht aus, weil ich reingeschockt bin. Ich verbrauche nochmal ein Command. Reroll. Die 6 zählt nicht. Drop Dice, never count. Oh, die habe ich einfach so verbraten. Magnus hat 7 Attacken. Moscht auf die 2, darf einzeln wiederholen, weil er ein super, super Warlord ist. Macht auch Sinn. Hopp. So. So. Mit, jetzt müssen wir mal kurz rechnen. Also der hat Stärke 16. Auf die 2. Einzeln zählen nicht, Dennis. Einzeln zählen nicht. Einzeln zählen nicht. Achso. Entschuldigung. Weißt du, gegen Widerstand 3, dass das eine Rolle spielt. Echt, ey. Ups, was ist das? Das ist die Strafe. Das ist die Strafe dafür. Ja, mit Fug und Recht. DS4 oder sowas, ne? DS4, 3 Schaden, ja. Ja, dann sind 2 weg. 2 weg, ja. Ja, ja, wo? Da. Ja. Es sei denn, da kommen jetzt 3 Sechsen. Profi, nur 36. Achso, ja, richtig. Ja, da kommen 3 Sechsen, weil 4 Einsen passiert durchaus auch schon mal, wenn man mit Magnus draufhobelt. Hopp. Natürlich nicht. Beim ersten nicht, aber vielleicht beim zweiten. Aha! Ja, wer weiß denn? Hör auf, ey! Ja, komm! Da ist ja nicht mal eine dabei, nur zwei. Dann hol ich aber nochmal zurück, so. Hopp. Gemacht! Die Thermis sind noch dran. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Die Thermis sind noch dran, aber ich bekomme die, ja, so minimale Currency gepeilt, aber das sind die kein Zoll. Also, der Plan war gemein, die Durchführung war stümperhaft. Insofern hauen die einfach halt auf die da drauf. Und ich zähl mal Würfelchen. Also, wir müssen noch mal jemand nachwürfeln, und zwar, hier waren insgesamt noch 5 Modelle drin, da Magnus da ja quasi direkt auch dran stand. Ja. Sind 5 innerhalb von einem Zoll, die machen ihren Money Blaster an, auf einer 6 gibt's Mortals. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber das machen die jedes Mal. Und nicht nur, wenn sie gecharged haben. So. Die Thermis treffen auf die 3. Und verwunden auf die 3. Wow. Läuft hier beim Thousand Suns Nahkampf. Ich wusste, warum ich die nicht reinbringe. Die sind nämlich nur auf dem Blatt gut. Zweimal mit minus 3. Genau. Ja. Also 2 Sechser. Saves auf das Saves, weil die nur 5er haben. Gardisten. Sind 2 Gardisten durch. 2 durch. Dann kommt noch der Cheffe, ebenfalls auf die 3. Und mit Stärke, der hat Stärke 6 auf die 2. Jo, sind 2. Allerdings nur Rent minus 1. Dementsprechend haben wir noch ein 6er Höschen. Also das erste 6er Höschen. Nicht. Und dann nochmal Save auf das gemacht. Save. Sind die 3 jeweils. Auf die 3. Das heißt jeweils 2. Der erste. Nein. Und der zweite. Auch nicht. Okay. Die Guardians kloppen auf die Termis drauf. Auf die 3. Genau. Und jetzt auf die 5. Ja. Die zeigen jetzt den Termis mal, wie das funktioniert. Guck. Das sind eine. Ja. Das ist ja bitter. 2er Höschen. Oh. Sitzt. Die Scorpions hauen auf Magnus drauf. Ja. 5 Attacken auf die 3. Mhm. Das sind fast alle. Und auch mit Stärke. Ne, die haben Stärke 4. Die haben Stärke 4, aber bei Magnus ist das eh nur Stärke. Das ist auf die 5. Ja, aber das ist Stärke 5. Hätten die nur Stärke 3, wäre es sogar auf die 6 mit Widerstand 7. Insofern macht er, ja, macht er bei denen schon ordentlich. Genau. Ohne viel. Hattest du eine 6 beim Treffen? Nein. Gut, dann ist egal. Ich weiß, dann haben wir ja noch einen extra. Das hatten wir ja vorhin schon gemacht. 2. 2 Stück? Kein DS? 3 auch. Schlüppi. Jo, da kriegt Magnus eine Wunde. Oder? Die Guardians müssen einmal einen Räubertest machen. 5, 9, das sind 2 weg. Zwei weg. Zwei weitere Rennen weg. Willst du noch einen Command Point nehmen? Nö. Okay.
Die hier vorne sind noch 5 Leute, die haben die Plattform verloren, was nicht zählt. Und ein. Und ein. Auf eine 6 kann nichts passieren. Nichts, genau. Und die da oben haben 3 verloren. Aha, die haben Moralwert. 8. Oder auf 7? Nein. Die haben auch 8. Siehst du, 8 ist richtig. Wenn die 8 haben, dann alles gut außer 6. Alles gut außer 6. Ja, gut. Dann ist alles gut. Dementsprechend ist 1000 Suns Zug Nummer 2 vorbei. Der legt sich eine Runde chillen und weiter geht's auch das mit den Elder. Zug 2. Am Anfang der Bewegungsphase möchtest du 2 Command Points benutzen. Genau, für vorgetäuschten Rückzug. Die dürfen raus, noch duckern und sogar noch chargen, wenn sie es machen wollen würden. Genau. Mhm. Dann zieh sie mal raus, ja? Ziehen sich 6 Zoll zurück. Dann hast du noch wie viel Command Points? Noch 2. Noch 2 danach, okay. Die Guardians wollen ein bisschen näher Richtung Zangors auf Discs. Genau. Die wollen den Charge ein bisschen leichter machen, ne? Ja, das auch. Faire Kiste, würde ich sagen. Ja. Ganz faire Kiste. Ganz oder gar nicht. Genau. Mit fliehenden Faden untergehen, ja. Hier vorne ist ein Farseer, right? Ja. Und der zweite Farseer ist ebenfalls hier reingekommen. 9 Zoll vom Rand und 9 Zoll von den Gegnern weg. Hier vorne am Rand sind noch die Shadow Spectres reingehuscht und der Autarch mit Flügeln. Außerdem die Warp Spider Einheit, und zwar der Fünfer-Trupp steht hier. Und am anderen Ende der Zangors erwartet sie nun der Warp Spider Trupp mit 7 Jungs. 6. 6. Nicht 7, 6. Genau, danke. Und 2 leere Serpents stellen sich hinter den 20er Blob. Damit der auch mal was zu tun hat, oder wie? Oder wo? Oder was? Ja, bisschen was töten, versuchen. Kabums, kabums. Deine Bewegungsphase ist damit durch und es geht weiter mit deiner Psi-Phase, da du jetzt deine Psionika aufs Feld geholt hast. Genau. Wo ich jetzt meine Zika kriege? Das ist eine gute Frage. Wir schauen nochmal. Er hier möchte gerne Scharfrichter auf die Scarab Occult Terminators machen. Du brauchst dafür. Eine 7. Eine 7. Die hast du mit einer 12. Aber. Das ist riskierig. Der hat einen Farseer hin, darf ich einen wiederholen. Okay. Damit ist er durch. W3 tödliche Wunden. Ja, warte. Zu schnell? Ja. Gut. Die hier versuchen zu bannen. Ja. Ich habe ja eine Armee auf Psionika. Genau, ich brauche eine 11. Und ich habe einen. Du kommst keine plus 1 drauf. Das ist eine 10. Jo, dann gibt es W3 tödliche. Sind 3. Drei, damit ist einer tot. Damit gibt es dann nochmal W3 tödliche. Und dann ist er hier weg. Also kannst du ihn eigentlich schon wegnehmen. Ja, klar, aber. Nee, es gibt dann keine weiteren. Wieso? Ja, wenn ich jetzt W3 tödliche mache, ja, automatisch eine ist sowieso. Ja, klar. Achso, die springen ja über. Die überspringen, genau. Ja, dann sind 2 tot. Alter Verwalter. So. Dann lege ich hier mal eine 3 neben, weil der 3 Leute aus seiner Einheit verloren hat. So, dann er hier möchte gerne als nächstes Runenblick auf die Warp Spiders casten. Ja, der geht auf eine 7 durch. Mhm. Ja, geht auch durch mit einer 9. Das möchte ganz gerne der Terminatorentruppe versuchen zu anbinden. Das sind eine 7, das reicht nicht. Dann haben die jetzt Runenblick. So, er hier. Sieht er ihn? Ja, er sieht ihn. Mhm. Dann möchte er einmal den. Warte, ich nehme schon jetzt. Der nimmt den Schmetterschlag als erstes mal auch hier auf ihn. Okay. Da ist aber wahrscheinlich dieser Trupp näher stehend. Ja, müssen wir messen. Gucken wir mal einmal. Das sind 9 Zoll. Und das sind mehr als 9 Zoll. Das sind auch 9 Zoll. Die habe ich nämlich genauso hingestellt. Auf einer 1 bis 3 ihn, okay. Auf einer 4 bis 6 ihn. Okay. Wenn du nichts dagegen hast. Ah, mach wie du meinst. Also ihn. Ja, da vorne, genau. Auf einer 5. Mhm. Jo, geht durch, W3 tödliche. Jo. Willst du noch ran? Nö. Jo, sind 3. Damit ist der Trupp durch. Da lohnt sich ich das einfach. Ich habe einen Termitrupp ausgelöscht. Katsching. Hey. Leck mich, ja. Eine Psykraft hat er noch, ne? Eine darf er noch, ja. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Gegen diese Einheit. Mhm. Verhängnis. Okay.
Das heißt, ich darf Verwundungswürfe wiederholen. Okay. Der geht auch durch auf eine 7. Jo. Jawohl, auf eine 8. Das ist eine 8. Da wird jetzt mal ein Shaman versuchen, das Ding zu bannen. Hm? Jo, mit Snake Eyes wird da nichts mit dem Bann. Oh, ich sehe ganz schön schwarz für die. Deine Psyphase ist rum und es geht weiter mit dem Dackern. Ja, so. Die hier schießen als allererstes in den Verwundungswürfe wiederholbaren genau. Truppe Sangor Enlightened. Auf die 3. Auf die 3. So. Der Autarch gewährt mir Trefferwürfe von 1 wiederholen. Mhm. Ja, bringt natürlich nichts. So, jeder Trefferwurf. Ja. Das sind jetzt 4. Ich mach mir mal eine 4. Genau. Für jeden Trefferwurf, den ich habe, darf ich einen weiteren versuchen zu treffen. Hier auf die 3 mit einem Reroll. Jawohl, sind nochmal 4 Treffer. Das heißt, ich habe dann schon mal 8. Und für diese weiteren darf ich jetzt auch ein letztes Mal nochmal würfeln. Jo. Also bis zu einem Maximum von 3. Okay. Oh, nicey. Ja, natürlich wieder der. Aber dann sind das 11 Treffer. Genau, 11 Treffer. Stärke 6 auf Widerstand 4 auf die 3 jetzt. Ja, auf die 3. So, und die darf ich wiederholen. Ah, okay. Weil sie ja verzaubert sind. Richtig, genau. Alle verholzten Verwundungswürfe durch genau. Verhängnis, genau. Dann sind so, das 10 Stück. 10 Stück. Das sind dann 10x 5er Retter. DS eigentlich minus 3. Das ist denen jetzt egal, aber. Das sind eine Menge. Da ist einer tot, zwei sind tot und der Schäfer hat einen dicken Kratzer. Das hätte ich mir jetzt allerdings schlimmer vorgestellt. Das sind die beiden normalen Dudes und der seine... Hier, Pfeile heißt es. Pfeile, Pfeile zeigt, ist der Schäfer. Wo möchtest du denn weiter daggern? So, dann daggern die Wurfspinnen. Ja. Mit... 10 Schuss. Auch in den Trupp? Auch in den Trupp, ja. Dann zähl mal Würfel. Das sind insgesamt 5 Modelle. Der hat eigentlich 2 Waffen. Dementsprechend sind es 12 Schuss in die Reihen. Ja. Auf die 3 und die dürfen auch alles wiederholen. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Du hast noch 2 Würfel, die du neu schmeißen musst. 3. Okay. Jawohl. Jo. Und auf die 3 wieder. Stärke 6. Jo, dann wieder auf die 3. Und auch das ist reloadable. Oh, das sieht schon mal so aus, als wenn der eine da jetzt gleich mal essig ist. Gut, zähl mal nicht. Ich nehme einfach mal die hier. 5er Retter, sobald eine weniger 5 da ist, ist er durch. Schwimmst, damit ist er... platt. Beide Waffenbatterien schießen in den Sangor Shaman, der jetzt das closest enemy model ist. Jawohl, 2W6. Wollen beide Batterien zusammen machen? Mhm. Sind 5. Ja. Wolltest du da ein Strategy benutzen? Da hast du vorhin drüber gequatscht. Ja, ich weiß, dass Verwundungswürfe wiederholen. Nee, aber ich habe ja noch die Guardians, die da stehen. Okay. Das passt schon. Okay, okay. Treffen auf die... Drei. Auf die 3. Einzeln darf ich wiederholen, weil der Fass hier, der Autarch in der Nähe ist. Jo. Jawohl, alle treffen jetzt auf die 3. Jo. Das ist einer, ne, 2. Ne, mach ich nicht. Das ist okay. Der hat auch einen 5er Retter, meine ich. Okay. Einer genau. Steht, einer steht nicht. Eine Wunde? Ja. Okay. Schuss. Er hat noch 3 Wunden und als nächstes ich wollen. Ich muss noch was müssen, aber nee, da bin ich nicht mehr mit drin. Gut. Okay, als nächstes wollen die Guardians 10 Schuss ebenfalls in den da reinholzen. Auf die 3. Auf die 3. 2, 3 nicht. Und mit Stärke 4 auf die 4. Auf die 4? Genau, wieder Stand 4 hat er. Das sind 3 Stück, wahrscheinlich allerdings auch wieder mit eigentlich hohem DS. Das ist ihm mit seinem Retter nicht ganz so wichtig, genau. 5er Retter. Die gehen alle, die sind alle hinüber. Möchte ich gerne einen Reroll. Ich habe nur noch einen Command Point. Ich glaube, den muss ich für Wichtigeres da lassen. Zack, damit ist der ebenfalls Geschichte.
Die Warp Spiders hier vorne in die Reihen. 14 Schuss auf die 3 und auf den Drack. 3, 5 nicht. Mhm. Und jetzt nochmal auf die 3. Genau. Das ist ja quasi statistisch gewesen. Ja. Hm. 5, 7. 7 insgesamt. Müsste sein, ne? Die haben ebenfalls ihren 5er Retter. Einer tot, zweiter tot, dritter tot, alle tot. Butterbrot. Schön. Die Schurin-Pistolen schießen in Magnus. Auf die 3. Auf die 3. Aha. Beide. Und auf die 5. Genau. Nix. Nix. Mal einen Versuch wert.